Hier über der Frankfurter Börse hängen zwar dunkle Wolken, aber schaut man auf die Zeit, seitdem Joe Biden gewählt wurde, sind die Märkte gut 15% nach oben gegangen, vor allen Dingen an der Wall Street. Was bedeutet also ein Präsident Biden jetzt für die Wirtschaft und die Börsen? Ich glaube, da ist natürlich ganz viel Vorschusslorbeeren, weil es zu Umschichtungen natürlich kommt. Wir reden hier von einem knapp 2 Billionen großen Konjunkturpaket, das Joe Biden verabschieden will. Da werden die Gelder komplett neu verteilt auf andere Branchen, als das bisher als Schwerpunkt festgelegt wurde. Und damit einhergehend kommen natürlich auch bei den Anlegern Umschichtungen zustande, die letztendlich dann dafür sorgen, dass die Börse sich deutlich verändert, die Börsenlandschaft sich deutlich verändert und die Börsen selbst natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen sind. Wir schauen auf die möglichen Gewinner und Verlierer unter einem Präsident Biden. Wir schauen auf mögliche Anlagestrategien und wir haben wieder zwei Top-Empfehlungen. Netflix und Microsoft, das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Es wird sich einiges verändern in Washington, nicht nur der Umgangston. Was verändert sich vielleicht auch für die Branchen? Welche sind die Gewinner? Welche sind die Verlierer? Spezialbranchen dabei sind natürlich ganz klar Healthcare, also das Gesundheitswesen. Da wird Geld reinfließen, definitiv. Auch in den Konsum erhofft man sich von einer Erhöhung der Mindestlöhne. Durchaus für eben die Konsumtitel, die klassischen, eine massive Unterstützung. Aber natürlich, Sie hatten es gesagt, erneuerbare Energien, das sind natürlich Themen wie Solarfirmen, wie natürlich auch erneuerbare Energien orientierte Antriebsarten, wie Tesla zum Beispiel, Aktie, die natürlich schon sehr stark gelaufen ist. All das wird letztendlich derzeit gespielt und spekuliert an der Börse. Und das hilft natürlich eben bei den Umschichtungen eben doch auch ein Stück weit den gesamten Markt anzuschieben. Die Schieferölindustrie in Amerika wird natürlich nicht mehr so viel Support bekommen, wie sie unter Donald Trump bekommen hat. Da könnte man wirklich da auch an der Stelle von einem Verlierer vielleicht sprechen. Auch die generelle Ölindustrie wird darunter leiden. Wir schauen gleich auf mögliche Anlagestrategien. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann schaut doch einfach auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten beiden Termine. Am 9. Februar automatisierte Handelsstrategien vom Portfoliomanager André Stagge in Ihrem Depot umsetzen. Und am 18. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte, mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Ja, viele Experten warnen schon vor einer Blase, vor allen Dingen im Tech-Bereich. Aber gibt es die wirklich und was könnte der Ausweg sein? Wir sind in einer Blase, wir sind nicht nur in Amerika in einer extremen Tech-Blase, sondern wir sind überall in der Welt in einer Blase, denn wir verabschieden uns ja nahezu komplett von der realwirtschaftlichen Wirklichkeit. Dennoch muss man schauen, durch was wird diese Blase gefüttert, mit heißer Luft, wenn man so will. Und das ist das niedrige Geld der Notenbanken. Jetzt kommt natürlich noch, also das billige Geld der Notenbanken, jetzt kommt natürlich noch Konjunkturstimulus der Regierungen dazu. Und beides zusammen wird weiterhin Luft in diese Blase treiben. Wenn wir also in einer solchen Blase stecken, welche Handelsstrategien könnte es da für Anleger jetzt geben im Jahr 2021? Definitiv müssen die, die wirklich stark involviert sind in die Aktienmärkte, sich nach unten hin absichern, beispielsweise über Puts oder eben auch über intelligente Ordertypen, um sicherzustellen, dass bei einer starken Schwankung man nicht den gesamten Weg mit nach unten geht. Und unter dem Strich habe ich es aber gerade auch schon gesagt, man muss natürlich dann auch bei starken Schwankungen wieder einsteigen, denn ich sehe derzeit noch kein Ende dieser aufblasbaren Blase, die wir doch jetzt mittlerweile schon seit fast einem Jahrzehnt sehen. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen, zuerst auf Netflix. Der US-Streaming-Dienst hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt und die Markterwartungen ganz klar geschlagen. Nach Handelsschluss der New Yorker Börse ging es mit dem Papier zeitweise um 13% aufwärts. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Kurzfristig könnte die Netflix-Aktie zunächst einmal an ihre Rekordstände aus dem Jahr 2020 bei $575.15 zulegen. Aber erst ein Ausbruch über dieses Niveau kann mittelfristig Long-Signale in Richtung $600 und darüber an $630 freisetzen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne ist als neutral zu bewerten. Die Aktien des US-Softwarekonzerns Microsoft, die schwanken seit Sommer seitwärts.
Allerdings bleibt eine merkliche Abnahme der Schwankungsbreite anzumerken. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Bis zu einem mustergültigen Kaufsignal ist es jedoch noch ein Stück weit hin. Erst oberhalb von mindestens 228 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine regelkonforme Auflösung sowie einen Anstieg an die Rekordstände aus September letzten Jahres bei 232,78 $. Weitere Ziele lassen sich für das Microsoft-Papier um $255 projizieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.